Hi, willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll sich alles rund um das Thema Trends drehen. Ich möchte euch meine Haltung gegenüber Trends zeigen und klären, was Trends eigentlich sind, woher sie kommen, was sie zu bieten haben und wie ich entscheide, ob ein Trendstück für mich geeignet ist. Worauf kann man beim Kauf eines Trendstücks achten? Wenn ihr an diesem Thema interessiert seid, dann bleibt gerne dran. Also, was sind Trends überhaupt? Ich persönlich unterscheide da zwischen den großen und langfristigen Trends und den kleinen und relativ oberflächlichen Trends, die jetzt übertrieben gesagt nur ein halbes Jahr halten. Über die großen Trends habe ich schon mal ein Video gemacht, das werde ich euch unten verlinken. Das sind Entwicklungen in eine Richtung, die einen bestimmten Bestand hat, wie zum Beispiel die Mode aus dem 18. Jahrhundert bis hin zu heute, also weg von den großen und pompösen Kleidern und hin zu Jeans und T-Shirt. Diese Entwicklungen gehen mit unserer Gesellschaft einher und der Kultur, in der wir leben. Sie sind davon abhängig, wie es uns Menschen geht, was wir brauchen und was wir wollen. Wie sieht unser restliches Leben aus? Sind wir Bauern und arbeiten den ganzen Tag draußen und müssen zusehen, dass wir unser Essen selbst ziehen, brauchen also relativ wetterfeste Kleidung und sehr robuste Kleidung? Oder sind wir Königinnen und Prinzessinnen oder Könige und Prinzen und wollen einfach nur unseren Wohlstand zur Schau stellen, brauchen also möglichst pompöse und aussagekräftige Kleidung? Oder sind wir Buchhalter und arbeiten den ganzen Tag im Büro und brauchen dementsprechend einfach nur relativ neutrale Kleidung, die den Arbeitgeber nicht verstört und die aber gleichzeitig bequem ist? Diese Entwicklungen sind also von unserem restlichen Leben abhängig. Und unser restliches Leben ist von so vielen, vielen anderen Dingen abhängig, wie Politik, Handel und so weiter und so fort. Also ihr versteht, was ich meine. Es ist das große Bild. Die kleinen und kurzen Trends sind schon auch davon abhängig, was der Markt, also was wir als Kunden möchten, aber vielmehr sind das marketinggesteuerte Trends. Also vielmehr das, was Modehäuser uns verkaufen möchten. Und der Schwerpunkt liegt hier auf dem Wort verkaufen und möchte. Und ich möchte nochmal ganz kurz betonen, dass ich kein Experte auf diesem Gebiet bin, sondern einfach nur meine Ansicht mit euch teilen möchte und mein derzeitiges Wissen mit euch teilen möchte. Marketinggesteuert bedeutet, dass man etwas als Trend verkauft, noch bevor es zu einem Trend geworden ist. Es wird einem etwas als Trend verkauft, wie zum Beispiel Rüschenblusen oder Patches of Jeans, noch bevor es ein wirklicher Trend geworden ist. Und wir Konsumenten entscheiden dann letztendlich mit unserem Kauf darüber, ob sich dieser Trend seinen Namen überhaupt verdient hat. Dieser Trend ist in diesem Sinne ja eigentlich keine Entwicklung, sondern vielmehr ein Angebot. Also wie gehen wir damit nun um? Diese großen Trends, die ich zu Beginn erklärt habe, denen kann man nicht entfliehen und sie passieren so schleichend, dass wir sie so gut wie gar nicht merken. Darin sehe ich persönlich auch überhaupt gar kein Problem, denn die Welt entwickelt sich, wir Menschen entwickeln uns und unsere Bedürfnisse verändern sich ein bisschen und die Mode passt sich dem an. Wir schwimmen, ob wir es wollen oder nicht, mit dem großen Strom mit. Etwas schwieriger wird es dann aber, wenn ich mir die kurzen Trends anschaue. Also das ganze Angebot da draußen, was sich alle paar Wochen ändert. Es kann ganz schön überwältigend sein in vielerlei Hinsicht. Und es hat meiner Meinung nach auch seine Vor- und Nachteile. In dem großen Bild bietet es uns Zusammengehörigkeit und eine Entwicklung. Und in dem kleinen Bild liefert es uns ein bisschen Abwechslung und Inspiration. Also wie gehe ich mit diesen kurzen Trends um? Und wie entscheide ich, ob so ein Trendstück für mich geeignet ist oder nicht? Und wie ich in einem meiner letzten Videos schon mal gesagt habe, würde ich mir als allererstes eine Frage stellen. Und die wäre, kann dieses Trendstück bei mir zum Klassiker werden? Und der Rest, der kommt danach eigentlich schon ganz von alleine. Denn wenn wir etwas als Klassiker deklarieren, stellen wir uns deutlich mehr Fragen, als wenn wir einfach nur kaufen, weil es Spaß macht. Ein Klassiker sollte zu unserem Stil passen. Er sollte von der Passform gut sein und von der Verarbeitung auch gut sein. Also die Qualität sollte stimmen, die Stoffe sollten stimmen und es sollte auch kombinierbar sein mit den anderen Teilen aus dem Kleiderschrank. Also uns dadurch deutlich viel mehr Mehrwert liefern. Natürlich sollte dieses Trendstück uns am Ende des Tages ja auch begeistern und inspirieren, aber eben nicht nur. Wir möchten am Ende des Tages ja unsere Kleidung ja auch tatsächlich tragen und beim Kauf so eines Trendstücks ist die Gefahr einfach viel höher, dass man einen Fehlkauf macht. Wenn man sich einfach die Frage stellt, kann dieses Trendstück bei mir zum Klassiker werden, dann rollen automatisch all die wichtigen Faktoren mit rein und man überlegt wirklich zweimal, ob man sein Geld in diese Sache reinsteckt. Ich werde euch unten in der Beschreibungsbox zwei weitere Videos verlinken, die sich mit diesen Fragen und Faktoren beschäftigen. Das wären einmal das Video Capsule Wardrobe 1, aber auch der zweite Teil und warum du nichts zum Anziehen hast.
Da könnt ihr einfach tiefer eintauchen in das Thema bewusstes Einkaufen und ob ihr die Finger von bestimmten Teilen überlassen solltet oder nicht. Das war's von mir diese Woche. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und sehr sogar, denn der YouTube-Algorithmus möchte Beteiligung sehen. Ihr würdet mir also einen riesen Dienst erweisen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder mir unten in die Kommentare eure Meinung dazu schreibt. Was ist zum Beispiel eure Meinung zu Trends? Kauft ihr gerne trendbewusst ein oder haltet ihr euch lieber an neutrale Klassiker? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.